Ja, Andreas, endlich wieder mal eine Generalversammlung hier beim Schlösser Sachs. Schon lange her, gell? Das ist sehr lange her. Wir haben noch nicht herausgefunden, wenn es das letzte Mal war. Da müssten wir wahrscheinlich noch ins Archiv steigen. Ja. Das ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, die ursprünglich das Schlössli nachher gekauft hat und sich zum Auftrag gemacht hat, die historische Substanz und das wunderschöne Perlli in dieser Region zu erhalten. Und da hat es einen Haufen auch ausländische Autos da vor dem Schlössli, sagst du? Also München, Liechtenstein und so weiter. Ich weiss nicht, Sigmarzellen oder so. Oder sind das einfach zufälligweise Besucher? Das sind mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Besucher. Wir haben tatsächlich auch Aktionärinnen und Aktionäre aus unserem Nachbarsliechtenstein, aus dem Fürstentum. Aber der Grossteil, wir haben gerade vorher schnell geschaut, ein Drittel heute von den Leuten, die da werden, sind aus Sachs selber sogar. Also wir sind lokal sehr gut verankert. Das ist also ein purer Zufall. Das sind also Gäste aus dem Ausland, in dem Fall, die deutschen Autos. Das ist ja so. Wir haben beziehungsweise unsere Pächter, Tobi Gastro GmbH, unter der Leitung von Thomas Dolp und von Jim Billett und seinem Team, die arbeiten mit dem Hotel sehr, sehr gut. Und Schlössli Sachs wird da und dort für Arbeitseinsätze, Übernachtungen während der Arbeitseinsätze oder auch schlicht auf der Durchreise sehr gut gebucht. Hat ja Hotel, hat Catering, hat Restaurant, also ist doch noch vielseitig. Gell? Man kann es auch brauchen für Vereinsevent und so weiter. Ihr seid dort etwa 90 Personen, hat alles Platz, oder? Das hat alles Platz. Der Gym hat Platz für Veranstaltungen mit 140 Leuten. Wir dürften da ein bisschen näher zusammenrücken müssen, aber es hätte so gerne viel mehr Platz. Und der Gym, da muss ich sagen, ist schon lange da, aber ursprünglich eigentlich ein Belgier. Also haben doch auch internationale Wurzeln, internationale Erfahrung. Also spielt vielleicht alles eine Rolle. Er hat das Schlössli Sachs natürlich, nachdem es lange, lange Jahre super gelaufen ist. Sonst war die ein bisschen eine Flaute gewesen, wieder zünftig hergebracht, oder? Das ist so. Wir schätzen uns sehr glücklich. Der Gym und sein Team machen einen sehr guten Job. Sie haben es geschafft, Gäste mit ihrer soliden Arbeit mehr als zu überzeugen. Und wir freuen uns mit ihnen, dass Schlössli weiter hier einen Platz auf der kulinarischen Landkarte hat. Also für sich lohnt oder herkommen, gut essen, vielleicht auch mal übernachten oder hat entsprechende Zimmer, wenn man vielleicht wieder mal ein Heimatgefühl hat, von weiter herkommt, könnte man auch ein Aktionär werden, Aktionärin? Selbstverständlich, wir sind sogar aktuell auf der Suche nach neuen Aktionärinnen und Aktionären. Die Generalversammlung hat letztes Jahr mit 100%iger Zustimmung einer Aktienkapitalerhöhung zugestimmt, wo das Schlössli bzw. die Aktiengesellschaft auf langfristig sehr solides Fundament soll stellen, so dass wir das Haus, wo einiges an Unterhalt abverlangt, auch längerfristig kann gesichert werden. Und Schlössli bietet sich natürlich an so wunderbaren Tagen, wie es heute oder im Sommer auch ist, auf der Terrasse wunderbar an, um schöne Veranstaltungen zu feiern. Zeigt, dass es hochsüge Taufe, ein Gesellschaftsessen oder sonst einen schönen Anlass. Und in dem Moment, wo der Werbespot gebracht hast, das muss stimmen. Weil in dem Moment hat die Sonne auf dein Gesicht geschonnen, gell? Das heisst mit der Antwort, es ist im vollen Aufwärtstrend, gell? Das ist so. Ja, es ist Aktionärsversammlung natürlich, also geht es da um etwas Spezielles oder weißt du, also ist das einfach eher ein bisschen pro forma wieder zusammen sein einmal endlich? In der Regel ist Generalversammlung das Abhandeln von der statutarischen Vorschriften, die die Aktiengesellschaft mit sich bringt. Dieses Jahr berichten wir über den Stand, nicht zuletzt von der Aktienkapitalerhöhung und sonst vom laufenden Jahr, was wir auch Unterhalt gemacht haben. Das Haus hat doch einiges an Herausforderungen, aber im Grunde genommen ist es stinklangweilig. Ja, aber es wirft wieder etwas ab, gell? Als Aktionär heisst nicht einfach nur Aktionär sein, sondern es wirft inzwischen wieder etwas ab, es ist wieder gewinnbringend, oder? Wir haben tatsächlich dieses Jahr das erste Mal seit langer, langer Jahren ein positives Geschäftsergebnis. Das macht uns stolz und ist uns Beweis, dass wir den Weg richtig gewählt haben und auf einem guten Weg sind. Wir zahlen aber noch keine Dividenden aus. Das ist nicht das Ziel, das wir langfristig haben. Das Ziel ist, Schlössli zu erhalten, die Substanz zu pflegen, wie es braucht, auch das Denkmal, das über 500-jährige Haus. Aber man sagt im Volksmund auch Fressaktien und da meint ist Schlössli Sachs-Aktien also eine der besseren, weil der Jim und sein Team machen es wirklich gut. Und es ist ja ein Stückchen Werderberg und holt auch Leute ins Werderberg, oder? Das müssen wir klar sehen. Also es ist auch ein Teil von dieser, ja, von dieser ganzen Wertschätzung, die Werderberg entgegenbringen kann. Absolut. Werderberg kann sich glücklich schätzen, dass man natürlich mit dem Schlössli und dem Städtli schon außergewöhnliche Perlen an historischen Bauten haben. Schlössli möchte in dem Sinne daneben stellen, es hat noch weitere andere, aber Schlössli Sachs ist doch eine außerordentliche Liegenschaft, die es unbedingt zu erhalten gilt. Und da freut es mich natürlich sehr, dass die Verankerung im Dorf und in den Regionen so gut spürbar ist. Und was ist denn so ein Gefühl? Jetzt 35 Jahre. Ein sehr gutes Gefühl, dass das Haus noch so gut erhalten ist und gepflegt wird, dass Gäste können ein- und aus und auch hier können die Gegend geniessen. Und du bist 35 Jahre, gell? Bist du Nein, 27 Jahre haben wir hier gewirtet. Ja. Ja.
Zusammen mit? Mit der Sigi. Was ist da für dich für ein Gefühl jetzt da? Super Gefühl. Ich treffe wieder einen Haufen bekannte Gesichter. Ich kann gute Gespräche führen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Felix Ackermann. Ja. Schon lange noch mal gesehen. Ich finde das super schön. Möchtest du gerade wieder einsteigen? Nein, heute noch mal. Ja, Bert, das ist ja quasi deine Heimat hier, hä? Ja klar, ich bin hier in der Nähe aufgewachsen und bin lange Jahre, über fast 20 Jahre, im Verwaltungsrat von Schlösschen Sachsen und lange Jahre Präsident. Und darum habe ich jetzt heute das Gefühl gehabt, komme ich doch wieder einmal an die ehemalige Wirkungsstätte schauen, was sie so machen.